Was tut man eigentlich, wenn das iPhone nicht mehr funktioniert? Du tippst und drückst auf alles, doch das iPhone ist eingefroren und reagiert einfach nicht. Damit es wieder funktioniert, drück einmal Lautstärke hoch, Lautstärke runter und halte dann die Power-Taste für 10 bis 15 Sekunden gedrückt. Und schon hast du dein iPhone gezwungen, sich neu zu starten und du kannst wie gewohnt deinen Schabernack treiben. Voll Technik-Abel.